Das ist Alex. Alex arbeitet in einer sozialen Organisation und unterstützt hier Menschen mit Behinderungen dabei, den Übergang von der Schule hin zur Arbeit zu schaffen. Alex ist sehr stolz auf die Arbeit mit Menschen. Alex liebt es, Kontakt mit verschiedenen Personen zu haben. Selbst wenn Alex' Arbeitstage lange und anstrengend sind, so bleibt doch am Ende stets das Gefühl, etwas Gutes bewirkt zu haben. Alex betont immer wieder, dass Technologie auf der Arbeit nichts zu suchen hat. Doch weshalb steht Alex Technologien in der sozialen Organisation so kritisch gegenüber? Vielleicht wird befürchtet, dass die Qualität der Arbeit darunter leiden würde, wenn man sich lange und ausführlich in diverse Technologien und Programme einarbeiten müsste. Das würde zu weniger Zeit für die KlientInnen und den zwischenmenschlichen Kontakt führen. Damit würde das, was Alex am Job besonders liebt, kürzer kommen und die Menschen könnten nur in einer aus Alex' Sicht verminderten Qualität unterstützt werden. Dem Vorbehalt, dass die Qualität der Hauptarbeit, nämlich der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, durch die Einführung von Technologien leiden wird, begegnet man in der Sozialwirtschaft häufiger. Schließlich soll sie für die Menschen und deren soziale Problemlagen da sein. Und da werden Technologien bislang manchmal noch als Störfaktoren wahrgenommen. Der Gedanke, dass Technologien nicht in die Sozialwirtschaft passen, ist allerdings nicht immer zutreffend. Technologien bieten nämlich auch in der Sozialwirtschaft ein großes Potenzial. Technologien können beispielsweise die Effektivität und die Effizienz der Arbeit steigern. Die Effektivität der Arbeit kann durch den Technologieeinsatz erhöht werden, wenn beispielsweise weit entfernt wohnende Angehörige durch digitale Tools einbezogen werden können oder wenn BewerberInnen mit Behinderungen aussagekräftigere Videobewerbungen an potenzielle ArbeitgeberInnen senden können. So kann die Wirksamkeit der Arbeit erhöht werden. Auch die Effizienz der Arbeit kann gesteigert werden, indem durch den Einsatz von Technologien die Arbeitsziele schneller, weniger umständlich und aufwendig oder kostengünstiger erreicht werden können, bei mindestens gleichbleibender Qualität. Auch die Qualität der Arbeit muss durch die Technologien nicht automatisch sinken, sondern im Gegenteil, manche Technologien haben das Potenzial, die Qualität der Dienstleistung am Mensch und deren erreichten Ergebnisse sogar zu steigern. Doch wieso hört man dann so oft von Menschen in der Sozialwirtschaft, die negative Erfahrungen mit der Einführung von Technologien gemacht haben? Nun ja, die Steigerung von Effektivität, Effizienz und Qualität ist kein Mechanismus, der automatisch mit der Technologieeinführung einhergeht. Diese Mehrwerte können nur ausgeschöpft werden, wenn die richtigen Technologien geeignet ausgewählt werden und für deren Einführung die passenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Doch woher weiß man, was die richtige Technologie ist und welche Rahmenbedingungen notwendig sind, um diese einzuführen? Das ist Kim. Kim leitet die soziale Organisation, in der Alex arbeitet. Kim versucht, die Organisation effektiv und effizient aufzustellen und eine hohe Qualität für die KlientInnen zu liefern. Daher sucht Kim immer nach Verbesserungspotenzial, um die eigene Organisation noch zu verbessern. Vor kurzem war Kim auf einer Messe, die sich speziell an Organisationen der Sozialwirtschaft gerichtet hat. Hier wurden unter anderem auch neuartige Softwareprogramme vorgestellt, die die Arbeit erleichtern sollen. So können sie beispielsweise die Kommunikation zwischen verschiedenen Stakeholdern wie Kims Organisation, der Agentur für Arbeit, den Krankenkassen und den Menschen mit Behinderungen selbst erleichtern. Begeistert von der Idee, durch Einführung der Technologie die Arbeit umzugestalten, hat Kim kurzerhand eine Software beschafft und informiert in einer Arbeitsbesprechung die Mitarbeitenden über die neue technologische Errungenschaft. Obwohl Kim der Meinung ist, dass die angeschaffte Software perfekt zur Organisation passt, wird nach ein paar Wochen deutlich, dass die Mitarbeitenden die neue Software nicht nutzen. Stattdessen nutzen sie immer noch die alten Kommunikationswege, die mehr Zeit in Anspruch nehmen und häufiger zu Fehlkommunikation führen. Kim versteht nicht, warum die Mitarbeitenden sich der neuen Technologie gegenüber verschließen. Gleichzeitig ist spürbar, dass sich die Stimmung in der Organisation verändert hat. Die Mitarbeitenden sind Kim gegenüber reservierter und die Arbeitsmotivation hat erkennbar nachgelassen. Kim hat das Gefühl, niemand schätzt es wert, dass so viel Geld für die neue Technologie ausgegeben wurde. Stattdessen hat sich die Stimmung verschlechtert und Kim weiß nicht, warum die Mitarbeitenden der Technologie so negativ gegenüberstehen. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass in sozialen Organisationen eine Technologie eingeführt wird, in der Hoffnung, den Mitarbeitenden dadurch die Arbeit zu erleichtern.
Stattdessen machen diese Organisationen aber die Erfahrung, dass die neue Technologie nicht angenommen wird. Studien zeigen, dass insgesamt mehr als 60% aller betrieblichen Veränderungsvorhaben scheitern. Doch Organisationen können nur dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie die erforderlichen Veränderungen auch mit positivem Ergebnis umsetzen. Wie also kann die Leitung einer Organisation es schaffen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen? Ein wesentlicher Punkt hier ist die Partizipation der Mitarbeitenden. Partizipation bedeutet Teilhabe, Teilnahme oder Beteiligung an einem bestimmten Prozess. Im organisationalen Kontext wird Partizipation vor allem als direkte formelle Beteiligung von Mitarbeitenden an Entscheidungen verstanden. Durch Partizipation haben Mitarbeitende also die Möglichkeit, auf ihre Arbeitsumwelt Einfluss zu nehmen, besonders im Zuge von Veränderungsprozessen. Die Partizipation von Mitarbeitenden ist ein entscheidender Faktor im Zuge eines möglichst erfolgreichen Verbesserungs- und Veränderungsprozesses. Solche Handlungsmuster wie die soeben beschriebenen sieht man häufig. Die Leitung einer Organisation trifft eine Top-Down-Entscheidung, die dann nicht den gewünschten Effekt erzielt. Dabei wird nicht bedacht, dass die Einführung von neuen digitalen Technologien vor allem dann gelingen kann, wenn die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess eingebunden werden. Denn eine neue Software einzuführen ist ein Eingriff in die Arbeit der Beschäftigten, der zur Umgestaltung deren Arbeit führt. Da die Beschäftigten selbst bezüglich ihrer eigenen Arbeit die relevanten ExpertInnen sind und am besten wissen, welche Rahmenbedingungen sie benötigen, sollten sie stets in einen solchen Veränderungsprozess einbezogen werden. Sie selbst können am besten beurteilen, an welcher Stelle sie Unterstützung durch eine Technologie benötigen und welche Software für die Arbeit am nützlichsten sein wird. Wenn die Beschäftigten bei der Technologieeinführung involviert sind, fördert dies zum einen die erhoffte Qualitätsverbesserung der Arbeit. Zum anderen führt dies aber auch dazu, dass die Mitarbeitenden sich für die Veränderung mitverantwortlich fühlen und dadurch die Technologie stärker akzeptieren und bereit sind, sie auch in ihrem Arbeitsalltag zu nutzen. Die Sozialwirtschaft unterscheidet sich in einigen zentralen Aspekten, wie beispielsweise ihrem normativen Grundgerüst, von der Wirtschaft. Daher lassen sich nicht alle Digitalisierungsansätze, die sich in der Wirtschaft bewährt haben, eins zu eins auf die Sozialwirtschaft übertragen. Hier muss man immer die zentralen Unterschiede zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft berücksichtigen. Die soeben beschriebenen Partizipationsansätze allerdings lassen sich auch grundsätzlich in die Sozialwirtschaft übertragen. Was hier genauso wie in der Wirtschaft gleichermaßen gilt, ist die Tatsache, dass die Mitarbeitenden alleine die Organisation nicht transformieren können, dass aber auch gleichzeitig das Management die Organisation nicht ohne die Mitarbeitenden erfolgreich transformieren kann. Hier ist immer eine enge Zusammenarbeit und Partizipation zielführend. Aus Kims ersten Versuch, eine neue Software ohne die Involvierung der Beschäftigten einzuführen, hat Kim gelernt. Mittlerweile hat Kim feste Partizipationskonzepte und Regeln im Unternehmen eingeführt. Diese werden genutzt, bevor sie sich gemeinsam für eine neue Technologie entscheiden. Dies führt zur erhofften Steigerung der Arbeitsqualität, der Effizienz und Effektivität. Außerdem hat sich die Stimmung in der Organisation deutlich verbessert, da nun alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch Alex ist glücklich mit dem neuen Weg. Trotz der anfänglichen Skepsis hat Alex gemerkt, dass unter Zuhilfenahme digitaler Tools mehr Zeit für die Arbeit mit den KlientInnen bleibt und somit das Wichtigste an der Arbeit in der sozialen Organisation wieder stärker im Fokus steht.